Kennt ihr eigentlich schon meinen neuen Diesel? HVO. Das ist der Gamechanger überhaupt an der Zapfsäule. Denn damit kann ab sofort jeder Diesel bis zu 90% klimaneutral unterwegs sein. So schön, um wahr zu sein? Mm-mm. Schaut mal hier. Viele sagen, HVO? Wird das nicht aus Frittenfett hergestellt? Ja, schon. HVO kann aber auch aus vielen anderen Rohstoffen hergestellt werden, für die wir keine höherwertige Verwendung haben. Dazu zählen zum Beispiel Lebensmittelreste, Klärschlämme oder andere Abfälle, aber auch Zellstoffe oder feste Biomasse. Für die Herstellung werden die Rohstoffe zuerst aufbereitet, indem Verunreinigungen entfernt werden. Anschließend beginnt aus chemischer Sicht die eigentliche Herstellung von HVO in den beiden Stufen der Hydrierung und Isomerisierung. Das Endprodukt wird dann noch einmal aufbereitet und destilliert. Am Ende dieses Prozesses entsteht ein erneuerbarer Diesel, welcher der XTL-DIN-Norm entspricht. Fast alle namhaften Hersteller haben dafür bereits Motorenfreigabe erteilt. In vielen anderen EU-Ländern ist HVO schon lange problemlos im Einsatz. Also, mach auch du HVO zu deinem neuen Diesel. Gut für den Motor, noch besser für die Umwelt. Mehr zum Thema auf efuel-today.com/HVO.